We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3. Entschuldigung, Tag 4 der Etappe. Ich bin heute aufgebrochen um 6.52 Uhr in Zubiri und heute geht es über 20, 21 Kilometer nach Pamplona. Ein paar Zaungäste habe ich auch schon hier, die mich beobachten. Hallo! Bis jetzt war es sehr okay, 2,5 Kilometer habe ich geschafft. Bin jetzt 35 Minuten unterwegs. In der Früh gab es noch einen guten Kaffee in einer Bar. Kaffee con Leche um 1,30 Euro. Es ging jetzt bei einem Magnesitwerk vorbei. Ging es ein bisschen bergauf, aber nicht steil. Die ganze Etappe soll heute recht flach sein, leicht kupiert, mit ein paar Auf- und Abbeben. Und ich melde mich dann später wieder von unterwegs. Tschüss! Die erste Ortschaft nach Zubiri. Wir sind jetzt in Ilaraz. Und ich werde noch weitergehen bis Lara Soana. Und dort werde ich dann etwas frühstücken. Ciao! Ich nehme dir ja nichts weg. Du hast keine Angst haben um deine Babys. Welcome to the Basque Country. Sind irgendwie sehr stolz auf ihr Land, die Basken. Und weiter geht's. So, mittlerweile habe ich mein Outfit etwas gewechselt. Es ist schon sehr warm geworden und habe geschwitzt unter der Jacke. Die Haube ist auch schon überflüssig. Geht er die meiste Zeit durch den Wald, immer am Fluss Argo entlang. Den werden wir in Kürze aber überqueren. Recht viele Leute unterwegs mittlerweile. Ups. Vorhin hat mich eine kleine Gruppe von Koreanern überholt. Die haben mich angesprochen und irgendwas gefragt von wegen, was das ist, da auf meinem Rucksack hinten oben. Zuerst mit Klaus gekannt, dann hat sie gefragt, ob das ein, ist es der Lion? Dann habe ich gecheckt, ja. Das ist ein Löwe, habe ich ihnen gesagt, den ich von meiner Nachbarin bekommen habe, damit ich immer stark bin. Wie ein Löwe.
Also Liebe, weiter geht's. Stark sein. Schaut das nicht toll aus? So, jetzt geht's gleich über den Fluss rüber, über den Rio Agua. Und ich schätze, dann kann ich mir einen Kaffee gönnen. Ich habe da schon was aus den Augenwinkeln gesehen. Was schaut gut aus? Hab einen guten Kaffee, Herbie. Bis später. Klein und schön, wird auch groß und schön. So Leute, Mittagspause, 13,7 Kilometer, hab einen super schönen Rastplatz gefunden. Bevor es da dann einen Hügel hochgeht, gestern noch eingedeckt mit Baguette, mit Chorizo, das Käse und Schinken. Und einen Teil werde ich heute verzwicken. Mahlzeit miteinander. Wunderschöner Platz zum Ausrasten. Mit schönen Tischen, alles aus Stein. Essen, trinken, Trinkbrunnen. Da hinten der Weg, da geht's dann hoch. Hallo, wenn wir da in den Hintergrund schauen, hier der Hügel, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann mit den Windrädern. Das ist der Alto de Baratón, da geht's morgen rüber. Nach Pamplona. Schauen wir mal, wie das morgen wird. Im Moment geht es aber hier den Weg noch entlang. In diesem Teil gibt es sehr viele Blumen, aber auch sehr viele Fliegen. Wir kommen jetzt in die ersten Vororte von Pamplona. Hier geht es wieder mal über eine Brücke, die den
Rio Arga überquert. Und ich schätze, es sind noch 3 Kilometer bis Pamplona City. Auf geht's! Wir sind jetzt hier in einem Vorort von Pamplona, in Burgret, einer schönen Parkanlage zu meiner Linken. Das ist die Calle Major, auf der ich gerade gehe. Und auf der bleibe ich jetzt, bis ich in Pamplona bin. Also es sollte weder ein Aufstieg noch ein Abstieg kommen. Auf dieser Ebene bleiben wir. Ohne Worte. Gibt nichts zu sagen. Pamplona, here we go. Wir sind da. Die alte Stadtmauer von Pamplona. Dahinter geht's in die Altstadt. Angekommen und auf Herbergsuche. Schauen wir, was wir finden. Weil gebucht habe ich nichts. Über die Hängebrücke erfolgt der Einzug der Gladiatoren. Herbert der Löwe vorne weg. Das
Samstagnachmittag in Pamplona. So, kommen wir wieder zur Tageszusammenfassung. Es war eigentlich ein angenehmer Tag. Nach den Anstrengungen der letzten drei Tage war es heute wirklich relativ easy. Es waren genau 22 Kilometer von Zubiri bis Pamplona. Es war eine Strecke, die war recht kopiert, also immer leicht auf, leicht ab. Landschaftlich recht schön, immer den Fluss Algar entlang. Es gab nichts Aufregendes. Es war ein Erholungstag von gestern und vorgestern und so weiter. Und ein Vorbereitungstag für das, was morgen kommt. Morgen geht es über den Alto de Bardón. Vom Pamplona weg, kurz danach geht es über die Höhe und dann hinunter nach Puente la Reina. Viele Leute unterwegs wieder getroffen, die ich mittlerweile schon kannte. Man sieht sich ja immer wieder, wenn man vom gleichen Startplatz ausgegangen ist. Ich habe heute nicht reserviert, bin untergekommen in der Casa Paderborn. Eine Herberge, die in der Nähe des Flusses liegt, 7,50 Euro für das Zimmer, für das Bett halt. Ich habe bekommen ein Dreibettzimmer mit den beiden, die nach mir noch gekommen sind, dann war die Herberge voll. Ich habe ein Einzelbett, die anderen beiden ein Stockbett. Ja, bin überglücklich. Geduscht, Wäsche gewaschen, umgezogen und später dann herrichten für morgen und dann über den Berg. Also bis morgen und danke fürs Zusehen.